Hallöchen und herzlich willkommen, pünktlich um 17.30 Uhr auf YouTube mit einer Runde, also mit einer neuen Runde Animal Crossing. Wir können auch schon bald starten. Ich habe hier noch nichts geschafft. Guck mal, ihr seht es hier gerade schon, es ist auch total dunkel noch bei mir. Man erkennt mich kaum, oder? Alles ändert sich auch gleich. Ach ja, hatte gerade noch eine Besprechung gehabt zum Thema Minecraft, das was jetzt demnächst. Oh, ich werde beleuchtet. Und wie sehe ich denn aus? Ist das Licht heute heller als sonst? Ich glaube nicht, keine Ahnung. Sieht heute total schlimm aus, oder? Irgendwie ist das schon ein bisschen seltsam alles. So, erstmal hi Emmy, hi Jule. Hi, Flemli. Oha, ich will auch gelb. Wie, du willst gelb? Ja, du bist noch neu, ne? Jule ist schon ein Monat. So, hi Ares. Falls ich dich noch nicht. Nee, hab ich noch nicht. So, hier, ich bin cool. Bis heute gelb bist. Ich weiß, sowas macht man nicht, aber ich bin zurzeit mega motiviert. Deswegen will ich mal fragen, wer sich für Fortnite, Warzone oder FIFA interessiert, kann gerne bei meinem. Ach so, da machst du hier Eigenwerbung. Ja, okay, wir lassen es einfach mal einmal zu, ja. Aus dem Grund, weil du Mitglied bist. So. Letzter Share, ich bin goldig. Ja, okay, man kann es auch sehen, dass du goldig bist, ne? Ich starte mal. So, ich muss kurz einmal gucken, ob ich auch im Discord bin. Ich bin noch nicht mal im Discord drin. Wie starte ich denn nochmal Discord? Wie geht denn das? Da! Ich bin alt, ich verlerne alles. So. Fabi richtet jetzt schon seit gestern ihren PC ein, ne? Das ist ja extrem lange. So, macht er einfach Werbung, wie frech. Ja, verstehe ich auch nicht, ne? Muss leider ein Video schneiden. Euch noch viel Spaß. Panda, hi, wie geht's dir? Und tschüss. Pompom? Pompom gibt's aktuell nicht, aber vielleicht ist Pompom gleich noch da. Mo ist auch live. Ja, Mo ist um 18 Uhr, glaube ich, live, ne? Ja, das ist. Ich kann immer nur abends streamen. Er kann wahrscheinlich immer nur abends streamen. Das ist da ein bisschen doof auf irgendeine Art und Weise. Aber kann man halt nicht ändern. Hallo, liebe Bewohner. Es ist Dienstag, der 28. April. Hier ist das Neueste für heute. Die Rübenpreise sind heute sehr stark gestiegen. Du kannst gleich deine Rüben im Wert von 600 Rüben verkaufen. Und die neue Kunstgalerie des Museums ist ab heute geöffnet. Ein wirklich wundervoller Ort mit Platz für Gemälde, Skulpturen und mehr. Eugen, unser wackerer Kurator, nimmt rund um die Uhr Kunstwerkspenden an. Aber seid beim Spenden von Kunst auf der Hut, denn es sind auch Fälschungen im Umlauf. Wie immer gilt, schön die Augen auf und natürlich feiern wir das mit einer besonderen Zeremonie. Wenn ihr mitmachen wollt, sprecht im Service Center mit Tom Nook. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Wir haben ja immerhin schon einen Stern. Hi Antonia, wie geht's dir? Ollis Rübenpreisvermutung, das ist. Was? 123 vermutest du? Du vermutest 79? Ich habe gesagt, was mich gleich erwarten wird. Ich komme hier nicht durch. Fail. Ich muss ja auch bald mal aufräumen. Hier kommen bald einige Bäume weg. Die werden irgendwo anders gepflanzt. Bevor wir danach schauen, fangen wir erstmal hier an. Bevor ich es nachher wieder vergesse. So, dann gehe ich hier einmal kurz hier ran. Und mein täglicher Bonus von 200 Bonus mein, okay. Das reicht erstmal. Holst du wieder Pompon? Und du meinst, das bringt wirklich was, wenn ich die mehrmals hole? Weil normalerweise wäre heute der Doc dran. Der Doc hatte den letzten Hi. Loot. Hallo. So. Ihr könnt euch aussuchen, ob wir nochmal ein letztes Mal Pompom holen oder Doc. Also entscheidet euch zwischen den beiden hier. Bei Twitch könnte ich jetzt ohne Probleme so eine perfekte Umfrage machen. Bei YouTube müsste ich die erst Ewigkeiten erstellen. So, mal gucken. Na, Fabian ist klar.
Ja. Du klingst so anders. Es schallt etwas mehr, als ob du in einem leeren Raum stehst. Ja, Mo ist 18 Uhr, Naja, ja, ich sehe also in das. einem anderen Raum sitze ich ja als Oh, davor. bist du laut, und du schallst. Warte mal kurz, ich muss mal. Ich mach dich mal auf 100 wieder runter. Sag mal was. Hi. Bist trotzdem noch laut, aber egal. Passt schon. So, so, was haben wir denn? Hi, Irene, sag schon. Nele. Nicht Irene. Dann kommt sie auf die Insel wahrscheinlich. Nele schreibt auch. Okay, er schreibt alle Pompom. Dann hole ich Pompom wieder. Gut, ich gehe nochmal kurz ran. Bitte wählen Sie einen davon, Camper einladen. Du hast schon einen kleinen Fanclub, glaube ich. Deswegen haben jetzt alle Pompom gesagt. So. Nein, du wirst niemals verwechselt. Wir haben bloß zwei Niles und das ist manchmal. So, dann haben wir jetzt Pompom da. Warum auch Pompom nicht Pompom heißt. Erstmal anrufen, vielleicht hat sie heute auch gar keine Zeit. Hallo, hier ist Erika. Warum rufst du an? Willst wohl irgendwas bequatschen? Camping bei dir war so der Hammer. Nochmal? Wie klasse ist das denn? Na klar, will ich. Gra. Okay. Erika kommt. Also Pompom. Jude, warum bist du eigentlich nicht da? So, dann ist Pompom jetzt auch da. Und wie ist dein neuer PC so? Ja, ganz gut. Ich muss noch die ganzen Sachen installieren und so. Aber du bist ein bisschen früh dran mit deinem eigenen PC, ne? Ja. Mein Vater kam gestern mein Zimmer beim fertigen PC und hat gesagt, alles Gute zum Geburtstag. Dein Ernst? Das bringt Pech, wenn man jemanden zu früh zum Geburtstag gratuliert. Ja. Also was ich schon habe, sind die ganzen Steam-Spiele. Weil Jule ein Baum Außer ist. Black Desert. Jule ist kein Trucker Baum. Simply habe ich auch noch nicht. Okay. Und den Rest habe ich nicht. Also Fortnite fehlt mir zum Beispiel noch, SSO fehlt mir, Sims. Es gibt neue Infos. Die Maifeierei steht bevor. Anfang Mai findet die Maifeierei statt. Und wir verschenken ein besonderes Reiseticket. Weitere Infos dazu gibt es vom 1. Mai bis zum 7. Mai im Service Center. Ihr wisst, was das bedeutet, ne? Am 1. Mai. Richtig, das ist am Freitag. Streamen wir Animal Crossing. Da habe ich bis jetzt nur Osu drin. Das heißt, wir bekommen noch Animal Crossing irgendwie mit reingeschoben. Und abends starten wir wahrscheinlich, so wie es aktuell aussieht, ein neues Minecraft-Projekt. Also meine Kopfhörer sind komisch, XD, weil man sich vielleicht doppelt hört. Das können wir nicht wissen, wenn wir es nicht probieren. Und ja, ich sehe gerade schon, was ihr so eingebt. Ah, du, das ist alles sowas von. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte um 17 Uhr Feierabend. Um 17:05 Uhr konnte ich mich dann endlich abmelden. Dann hat es an der Tür geklingelt. Dann habe ich einen Burger versehentlich geliefert bekommen. Genauso wie eine Pizza, ein Baguette und einen Salat. Baguette und Salat übrigens nur für morgen erst, ja, noch nicht für heute. Weil ich aktuell nicht in Einkaufsläden reinkomme, weil ich keine Mundschutzmaske habe. Nee, und aus diesem Grund hab ich halt ein bisschen mehr beim Lieferdienst bestellt, dass ich für morgen was habe. Und dann war ich noch am Essen, deswegen musste ich den Stream nach hinten verschieben. Und gleichzeitig noch mit Anna und mit Marvin reden zum Thema Minecraft, was wir da machen, was wir ungefähr machen und so weiter und so fort. Oder hätte ich auch gerne mitgeredet. Am Ende ist das Ergebnis, wir wissen noch gar nichts. Weil das, was wir wollten eigentlich Minecraft Link haben. Minecraft Link ist ein Projekt, was von Revi und Unge und so weiter ins Leben gerufen worden ist, was sie selbst aufgebaut haben. Aber die Server sind dicht, man kann die Datei nicht runterladen. Deswegen wird es wahrscheinlich irgendwas anderes. Wir wissen aber noch nicht was, ob es Vizebeast wird, ob es irgendwas anderes wird, da gucken wir mal. Nimm einfach ein Tuch. Ja, ich will einfach nicht mit so einem Tuch reingehen, weißt du, sieht unprofessionell aus. Ich dachte schon, ob ich Klarsicht vorher um meinen Mund klebe, weißt du? Ich war heute auch beim Kieferorthopäden mit Mundschutz. Also, da war echt anstrengend.
Ich habe schon gehört, dass es die ersten Leute, die mit Mundschutz im Nahverkehr unterwegs waren, denen haben 10 Minuten ausgereicht, weil man total schlecht Luft unter den Dingern bekommt meistens. Und dann will ich mir nicht vorstellen, wie es ist mit Leuten, die generell Asthma oder ähnliches haben. Ja, es wird auf jeden Fall ein Kochen ohne Modpack, wir wissen Mutter. aber noch nicht, was für ein Modpack. Und der Bot übrigens, der Bot ist jetzt gestartet, ihr könnt jetzt den Bot nutzen. Jetzt reagiert der Bot auch wieder. Ja, nur so zur Info. Jetzt sieht da wieder alles ganz gut aus. So, und dann machen wir doch mal weiter. Ja, ist ein bisschen zeitverzögert, aber ja. Ein Community. Ich dachte schon, ob ich sowas wie Foliencreef mache oder so, weißt du? Also Ja, so. sowas wie abgecreeft, plus Foliencreef mit CityBuild-Server und so, also so ein CityBuild-Server und so weiter, wo man halt auf den CityBuild-Server zugreifen kann. Man kann sich dann aussuchen, das wäre dann der kleine Unterschied. Man kann sich dann aussuchen, ob man auf dem Citybuild was bauen möchte. Man kann sich aussuchen, ob man auf einer ganz normalen Minecraft-Welt was bauen möchte. Oder man kann auch Minigames wie Bed Wars und so weiter machen. Ne? Das war noch so die Idee. Also es ist wirklich verschiedene, dass es auch verschiedene Orte gibt, dass es sowas wie eine Großstadt gibt, wo man hin kann. Und so weiter und so fort. Also da gucken wir noch. Wir wollen eigentlich offiziell am Freitag starten. Mal gucken, ob wir es umgesetzt bekommen. Also quasi so wie der abgewürgt. Nee, der ist ja nicht so ausführlich. Da hast du zwar auch welche, wo du farmen kannst, aber du kannst nur bauen auf deinem CityBuild-Server. Und Silvester darfst du Ja, das egal meine ich wo. jetzt nicht. Ich meine dieses auch mit Bed Wars und sowas, glaube ich, gibt es da Das auch. hat abgekühlt, nicht? Das hat nur ein CityBuild. Was du jetzt meinst, ist sowas wie Hypixel Pixel, ja, und Gomme Hypixel. HD und so weiter und so fort. Macht Moda mit? Fragt Emmy. Macht Mutter. Nee, dann wäre es ja Aimcraft, ne? Und Aimcraft ist ja wieder. Aber eigentlich will ich gar nicht in diese Richtung gehen, ne? Weil ich finde CityBuild-Server eigentlich. Wo? Ich hoffe, das hörst du nicht. Ich finde die eigentlich total scheiße, ja? Weil das ist nicht so real life, ne? Als ob du irgendwie. Du hast da nur Plots, du kannst da weitere Plots kaufen, dass du mehr machen kannst. Und das ist irgendwie nicht so meine Welt. Also es wird wahrscheinlich. Wir gucken mal, was am Ende bei rauskommt. Das normale Minecraft kommt am Ende wieder mal raus, Und Irene, hi. was nur 3 Monate wieder durchhält Das und dann hat das andere sonst wieder auch immer locker läuft. ein Jahr durchgehalten, ja? Na, sagen wir es mal so, wenn es inaktiv wird und kaum noch jemand mit dran teilnimmt, dann lohnt es sich da nicht monatlich, da keine Ahnung, 20 bis 30 € zu bezahlen, weißt du? Das ist Hallo immer das. Finn. Hi Finn, Tag schön. Olli, wieso machst du kein Community-Projekt mit ein paar Mods? Mods kommen auf jeden Fall rauf. Oder meinst du jetzt. Was für Mods meinst du? Meinst du jetzt Modpacks oder meinst du jetzt Mods? Ich glaube, sie meint Mods, also Discord, YouTube und so. Aber Aincraft hat ja Das auch ist dann viele, aber wieder keine schreibt Mods. Emmy. Das ist dann aber wieder, wie gesagt, Mods, also es gibt Modpacks, die man. Moderatoren. Es Ja. gibt Modpacks, die man raufpacken kann. Oder das, was Ah, jetzt. nee, Modpacks meint sie, okay. Genau, Modpacks, ich wollte schon sagen, weil es wäre kein Community-Server, wenn nur Mods drauf dürfen. Das wäre das nächste Thema gewesen. Ich dachte jetzt, weil sie halt Projekt geschrieben hat, dass irgendwie sowas, dass du so ein Projekt halt anfängst, aber nicht so ein richtiger Server ist, sondern sowas wie, wir versuchen in, keine Ahnung, so und so 4 Tagen das und das zu erreichen, weißt du, was ich meine? Ja, aber wir gucken mal, wie wir es machen. Ich, Minecraft Modpacks, fragt ja, Emmy. wo jeder sich eine Ecke suchen kann und automatisch, sofern er dort irgendwas baut, was viereckig ist, das erkennt dann Minecraft sofort als Haus und tut dann einfach ringsrum sofort ein Grundstück flecken, das nur die Person dort bauen kann. Dass es sofort protected ist, dass ja nicht jeder einfach mal das Gebäude abbauen kann. Ne? Also dafür müssen wir ja auch sorgen. Hallo Teddy. Teddy habe ich schon Hallo gesagt, eigentlich, Ja, er glaube hat nochmal Tag geschrieben, deshalb habe ich nochmal Hi gesagt. Ach so, okay. Hi, Teddy ist im Zweiten. Hi. Ich habe eine Stimme gehört. Ja, Jule. Ach so, Jule, Hall. Hall. Hallo. Nein, Fabi, das meine ich nicht. Okay. Ach so, du hast wieder eine ziemlich starke Verzögerung. So, jetzt wird's spannend übrigens. Rübenpreise. Was meint ihr? Also, ich sage locker 600. 102,23. Nee, jetzt, hi. 123? Ich sag 600. Was meint ihr? Also ich sage. Ich höre meinen Stream. Kannst du den bitte muten? Ja, bei mir habe ich schon. Ach so, danke schön. Was meint ihr denn? Also wir hatten vorhin auch schon was in den 70er, glaube ich, ne? 79 hat. Wie war das nochmal? Ich glaube, Emmy gesagt. Nein, das war. 175. 175. 175. Ich würde plus machen, aber nicht viel plus.
Aber bevor ich wieder Minus mache. Ah, das ist immer. Meine Schwester ist gerade mein Zimmer gekommen, ist voll ausgerast. Ja, mich war 230. Warum das? Ja, sie hatte mal so ein Fotoshooting und da hatte sie irgendwie eine WhatsApp-Gruppe und sie hat mir gerade ein paar Bilder gezeigt. Wie schlecht die Fotos geworden sind? Nein, das sind voll coole Fotos, aber sie hat jetzt einfach diese Fotos gezeigt und rast gerade schon voll aus. Weil sie so gut sind. Sie ist durchs ganze Zimmer gesprungen. Weil sie so gut geworden sind? Ja, weil sie halt da drauf war. Ach so, ich dachte jetzt. Egal. Ich dachte jetzt, entweder rastet sie aus, weil vom Fotoshooting die Fotos total scheiße sind. Oder halt, ja, keine Ahnung. So, man kann bis 900. Ja, ich weiß, aber das ist... Nein, da jemand gerade gefragt hatte. Ja, richtig, aber ich will nicht so lange warten, das kann schief gehen. Aber ich bereue es, wenn es morgen wieder niedriger ist, ne, und ich dann wieder die nicht verkauft bekomme. Es kann aber auch höher sein. Okay, ich verkaufe sie nicht, ja? Ich habe eh nicht viel. Ja. Was gibt's denn sonst noch zu kaufen? Oh. Ein Flatscreen-Fernseher. Ein 50 Zoll sogar. Den kaufe ich. Den kannst du in dein Zimmer hängen. Ja. Wie toll ist der? Das ist doch so mies. Dann verkauf deine Rüben. Ich kann doch meine Rüben noch nicht verkaufen. Für ein Flat. Für... Ja, ich brauche. Ich verkauf meine Rüben heute übrigens. Das habe ich mir gerade so. Ich habe eh nicht viele Rüben, die ich verkaufen kann. Von daher. Ich habe hier sogar im Inventar drin, weil ich hatte, da wo mich nämlich Dings angeschrieben hat, die liebe Jule, du kaufst sie mir, musst du nicht, ich verkaufe meine Rüben. Dann muss ich die ganze Woche nicht mehr über Rüben nachdenken. Ich will was verkaufen, weil Jule war so nett und hat mich 2 Minuten vor 12 Uhr am Sonntag angeschrieben, dass sie noch Rüben verkaufen soll. Ich hatte das, glaube ich, 5 Minuten, weil ich eingeschlafen bin. Und dann war die Zeit knapp und ich hatte keine Chance mehr großartig noch was Geld an Geld zu verdienen. Ich habe noch ein paar... Ich gehe morgen. Wo willst du hin? Weg. Was willst du weg? Da kennst du doch keinen bei weg. Hi, Katharina! Hast du offen? Hast du offen? Nee, aktuell nicht. Willst du bei mir deine Rüben verkaufen? So, ciao. Tschö. Bis nachher. Ich hätte sie noch fragen müssen, warum nachher. Bis nachher? Was? Bis dann. Wir hören uns. Ach übrigens, spätestens Freitag. Freitag habe ich ein bisschen mehr Zeit zwischen Oso und Minecraft zum Beispiel oder davor. Das ist ja dann der Tag, wo man dann so langsam mal gucken sollte, dass das mit Discord und so weiter funktioniert. Das Fernseher? Ich mich gerade okay. Dann tschüssi. Nein, will einkaufen. Du wirst einkaufen bei mir. Ah, du kannst nicht meinen Fernseher klauen jetzt. Ich muss erstmal Fernseher gekauft haben, bevor du meinen Fernseher klaust, wenn du jetzt bei mir in den Shop kommst. Dann hol ihn dir doch jetzt, hä? Habe gestern weiter angefangen. Ach! Ich muss Kimi anschreiben. Kimi braucht noch Obst. Ach ja. Das ist keine Tafel. Kimmelein, brauchen Sie noch Fernseher. Obst? Es sieht jetzt so aus dem Grund, Nepp und Schlepp haben jetzt nicht so die optimale Möglichkeit, irgendwas anderweitig anzuhängen. Das sieht mal so aus, als ob die so einen Wäscheständer nutzen dafür. Also der Fernseher gehört schon mal mir. Also zwischen eine Tafel und ein Fernseher ist das schon ein bisschen. Nehme ich doch so einen Lautsprecher? Ein Retro-Mikrofon. Lautsprecher, genau. Das Mikrofon nehme ich ein auch. Ein Mikrofon. Das nehme ich auch noch. Und das Geld, was ich jetzt noch habe, das behalte ich für die Rüben. Hier, die Musikanlage, die will ich nicht. Die ist langweilig. Nein, bist du nicht, Katharina und so. So, also ich mach gleich
die Map auf. Aber bevor ich das mache, muss ich immer noch ein paar Sicherheitsvorkehrungen treffen. Und zwar, meine Flaschenpost muss eingesammelt sein. Die Jukebox brauchst du. Ja, die kannst du dann gleich haben. Plus, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit einer Person, die, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, die nennt sich Pia, dass sie mir immer alle wichtigen Sachen klaut. Eigentlich kann man nur das klauen, was oben drauf liegt. Und das ist eigentlich hauptsächlich... Hallöchen! Rainer ist wieder da. Das schöne Gesicht erkenne ich überall wieder. Wie geht's denn so, Olli? Oh, Rainer schleimt sich ein bisschen ein. Merkt ihr das schon? Hast du dir eine neue Cola geholt, Nele? Olli, was streamst du heute noch? Wie heißt das? Auf Twitch, ja. Kommt nachher noch, Murmeln. Aber ich habe auch heute schon in der Lobby, glaube ich, habe ich schon mal reingeschickt, was die nächsten Tage so geplant ist. Da kennt man es auch ganz gut. Ich kenne Pia, die ist so nervig und klaut alles. das hast du jetzt gesagt. Ich habe es davor gesagt. So, weißt du, ehrlich gesagt, habe ich Südhof schon richtig lieb gewonnen. Ihr habt es hier so schön und alles. Ja, und da wir beide praktisch Cousins sind und ich dein Auge für Qualität zu schätzen weiß, sollst du mein Auserwählter sein, an den ich exklusiv verkaufen werde. Ich biete Kunstwerke und Möbel und du bekommst natürlich den Cousin-Rabatt. Bist du dabei? Ja, ich bin dabei. Ich wusste, ich kann auf dich sehen. Das ist die richtige Entscheidung. Mein Boot mit dem Waren liegt an der Nordküste vor Anker. Die Lecks sind auch fast geflickt. Lange Geschichte. Schau mal vorbei. Du wirst es nicht bereuen. Gut. Dann wissen wir, wo wir ihn gleich finden. Dann sammle ich jetzt noch die Flaschenpost ein und hole in der Zeit die Katharina ab. Beziehungsweise ich mache meine Map auf. Hast noch ein paar Ostersachen? War nicht online da. Ich muss mal gucken, ob ich noch Oster und so weiter übrig habe. Ich mache eh nichts mehr damit. Gib mir Ostersachen, danke. Ich kann dir davon gerne was geben. Ich brauche das eh nicht alles. Beziehungsweise, okay, du brauchst halt die ganzen Lerndinger, ne? Um sowas selbst herzustellen. Du kannst auch gerne ins Discord kommen. Eine Frage, hast du Unkraut, das du mitverkaufen kannst? Zahle 400, Unkraut 20.000. Ich habe gar kein Unkraut aktuell, meine Insel ist leer. Ansonsten einfach mal 2.000 Meilen investieren und einfach mal auf eine andere Insel gehen. Warte, muss noch was machen. Ja, ich mache es auch erstmal nur so auf. Jule, bist du noch da? Ich glaube, Jule ist eingeschlafen. Beste Freunde einladen. Jule, wo sind sie denn? Hat sie sich verabschiedet, dass sie geht? Nee, oder? Oh mein Gott, mein Internet ist das Beste. Hust, hust. Auch schon wieder. Ihr solltet, glaube ich, den Internetanbieter wechseln. Jule, du schlaf mit Saufwachen. Hopp, hopp. Kommt ihr gerade schon. Übrigens, falls ihr noch spenden möchtet, ja, es soll hier eine neue Brücke erbaut werden. Und... wir brauchen dann noch ein bisschen. Wir haben aktuell 258 Sternis. Ja, ich spende mal eine kleine Summe.
Aber wir machen. Stückchenweise bringt ja auch schon was. So, bitteschön. So. Nee, Geld. Geld sieht schlecht aus. Geld brauche ich selbst, um einen Kredit abzuzahlen. Hä? Jetzt. Bin erstmal aus dem Talk essen jetzt. Ach so, okay. Oh, okay. Anna holt heute Linja noch ein. Jule holt heute noch. Wie komme ich jetzt auf Anna? Ich bin so durch heute, ne? Ich habe die Nacht auch wieder kaum geschlafen. Hashtag Jule ist schuld. Eisenfeder, hi. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich auf Anna kam. Wahrscheinlich, weil ich von über Anna geredet habe. Ah, Kimi hat geschrieben. Was schreibt denn Kimi Schönes? Ja, ich mach auf. Wieso machst du auf? Komm doch zu mir. Bei mir kannst du selbst alles zusammensammeln. Hier ist nichts mehr. Also ein paar Sachen habe ich heute sogar zu tun. Also heute ist wirklich mal ein Tag, wo ich sogar ein bisschen was machen kann. Leute, ich schreibe so seit einer Viertelstunde in den Chat und jetzt sagst du halt... Ich habe dich komplett überlesen, dann sorry dafür auf jeden Fall. Ich bin übrigens Stella, hatte ich auch schon geschrieben. Sorry, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich habe es eindeutig überlesen. Dabei ist schon gar nicht so viel im Chat. Dessen sage ich auch immer, ne? Wenn es irgendwann voll hier sein würde, dann überlese ich wahrscheinlich jeden. Ist aber auf jeden Fall nicht mit Absicht. Olli macht... es ist schon offen. Du brauchst Geld für Büsche, okay. Du, der Buschtyp, der kommst so oft vorbei. Oh, wie schlecht ist der Streamer, dankeschön. Oh mein... Mein Laptop ist noch an, von der Arbeit. Checke ich jetzt gerade. Fahre ich die noch mal runter hier. So. Wer ist denn da? Oh, Olli, hier ist dein allerliebste Ente. Dein allerliebste Ente. Mhm. Danke für die Einladung, ja, bitteschön. Ich muss noch ein bisschen mehr mit dir reden. Aha. Okay, wir machen hier was. Dann machen wir einen Holzschemel. Guck mal, sie muss morgen wieder weg. Die will nicht auf meine Insel. Ups.
Muss kurz Chemie schreiben. So, Nacht ist raus. Wie Pech gehabt. Naja, Jule hat er Pech gehabt, weil Jule wollte unbedingt. Aber Pompom redet schon mal von Navilla. Nele, willkommen zurück. Stella, warum heißt du denn jetzt eigentlich Eisenfeder und nicht Stella? Und nicht Stella, du weißt schon was? Ups, hier bin ich falsch. Mir wird doch als offline angezeigt. Offline. Isst Ramen-Nudeln und guckt den Stream. Oh, hast du's gut. Kimi kann nicht joinen. Und Katharina auch nicht. Ja, natürlich ist offen, aber ich muss, glaube ich, erst einmal, also wir müssen erstmal nochmal neue Freunde werden oder so, ne? Kann das sein? Ich bin jetzt gerade unsicher. Weil du hast ja eine neue Switch, ne? Deswegen habe ich eine ungültige Kimi bei mir in der Liste. So, ich habe mal kurz eine Sprachnachricht gemacht. So. Weil ich auf dem PC nur mit dem Account hier eingeloggt bin und nicht mit dem anderen. Das hier ist mein Account, mit dem ich auch Videos mache und so. Du machst Videos, interessant. Sandwich ist falsch geschrieben. Aber nicht schlimm. So. Oh, das war mal Blumen. Aber ihr könnt trotzdem joinen, glaube ich, ne? Ach nee, echte Freunde. Oh, nee, ich muss nochmal zurück. Nein! Bleib weg. Ist Gyrisch und schaut ins. Wieso esst ihr alle? Okay, ich habe vorhin Pizza gegessen. Ja, hier bin ich falsch. Eine Sandhexe. Ging mir auch so leicht durch den Kopf. Wie schmecken denn Sandhexen? So. Ja, ich will es nicht schließen, eigentlich will ich es nur umstellen. Du bist inaktiver als die Inaktivität selbst, okay? Besucherempfang. Online-Spiel. So, jetzt geht's. Emmy, du isst zumindest nichts, okay. Also, ich habe schon gegessen. So, jetzt. Hast du nur die für beste Freundin?
Freunde offen oder hast du allgemein für Freundesliste? Weil du bist ja trotzdem auf meiner Freundesliste von der Switch. Das sollte eigentlich funktionieren ohne Probleme. So, gut, erledigt. Hab auch schon Pizza gegessen. Ja, Pizza und Burger ist schon weg, ne? Also ich hab so einen Lieblingsburger gefunden. Das ist total geil. So ein Rösti-Burger. Jemand kommt zu Besuch. Wer das wohl sein wird? Es ist Kimi! Weinerliches Ei. Ey, Kimi, warum nennst du dich so? Ich trink mal was. Das Gute ist bei YouTube, ne? Dass ihr könnt nicht die ganze Zeit schreiben, hier Olli was trinken und was ich was alles. Der Einhorn wird noch ausgetauscht, da kommt doch bald was viel Cooleres. Wie sieht ein Kimi aus? So. Was war denn das? Sieht schon ein bisschen komisch aus, oder? So. Kommt's jetzt oder kommt's nicht? Fragen über Fragen. Ich hab kommt's mit einem M geschrieben, ist das peinlich. So, jetzt ist es richtig. Ach ja, jetzt hat sie das kleine Problem, dass sie nichts runterbekommt von den Bäumen. Wäre cool, wenn sie ins Discord kommt, dann könnte sie mir nämlich sagen, was sie alles genau braucht. Ah, da ist sie auch schon. Da ist sie auch schon. Manchmal geht's ja richtig. Hallo. Hallo, hallo. Tag schön. Na? Hi. Wie geht's dir? Oh, soweit ganz okay. Ich laufe ein bisschen durch deine Dings da hier. Was brauchst du denn alles? Also, ich brauche Äpfel und Orangen. Und alles? Falls du Bambus hast, wäre das auch ganz toll. Bambus habe ich auch. Scheiße, ich habe die letzten Bambussprotten letztens einfach mal gestern verkauft oder so. Aber vielleicht sind da wieder welche, die man ausgraben kann. Da können wir gucken. Ah, darf ich mir die Orangen hinnehmen? Kommst du da ran? Liegen welche unten? Nein, ich hab jetzt geschüttelt. Ach, schütteln kannst du trotzdem, okay. Ja. Kirschen brauchst schütteln. Du nicht mehr? Nein, ich bin auf... Also meine Insel ist Kirschen, die Heimatfrucht sozusagen. Ich trinke mit. Okay, mach das nicht. Ach so, ja, dann. Brauchst du noch Kokosnüsse? Obwohl, die hast du ja bei jeder Meilendings. Was ist das? Kokosnüsse? Nein, dieses Ding hier. Ach, das ist eine Tankstelle. Ich habe eine Tankstelle? Nee, was ist das denn sonst? Ich habe mir gerade so einen Fernseher geholt. 50 Zoll. Das hier. Ich weiß es nicht, ich habe es gekauft, war günstig. und Äpfel. Äpfel! Äpfel! Thank you so much. Ja, ich habe hier einen Brief von meiner Mutter bekommen, da waren Birnen drin. Okay. Und dann habe ich auf einer Meileninsel Pfirsiche gefunden, also fehlen mir noch Äpfel und... Ja, ich muss mal kurz einmal eine Etage höher gehen. Da mache ich, glaube ich, ein riesengroßes Wohnzimmer hin. So, ja, genau. Und genau, wenn man hier drauf zukommt, kommt hier ganz oben...
Wo ist mein Flatscreen-Fernseher? Den habe ich heute ganz frisch gekauft. Eine Kühltruhe kann ich noch hinstellen. 50 Zoll Wandfernseher an die Wand. Ich will auch. Ich glaube, du kannst gar nicht, solange ich drin bin, oder? Was denn? Doch, ich kann ja alles machen. Echt? Obwohl ich ja auf der Insel bin? Ja. Ich glaube, das haben die gefixt. Mit dem letzten großen Update, wo du jetzt... Kunstwerke kannst du schon verkaufen, oder wie sieht's da bei dir aus? Ja. Kunstwerke kann ich schon stiften. Also wohnt der mittlerweile auch schon bei dir, ja? Was? Na, der ist ja mit seinem Schiff schon angereist. Ja. Also der ist heute sogar da. Ja, der ist ab sofort immer da. Aber nicht jeden Tag, oder? Ich glaube, der ist jetzt jeden Tag da. Der hatte gesagt, die Insel gefällt mir so sehr, dass ich ab sofort hier bin. Und hier oben an der Ecke findest du mein Boot. Okay. Also ich glaube, der bleibt jetzt da, oder? Also bei mir war er gestern nicht da. Heute war er wieder da. Genau, er war einmal da. Das war ja das allererste Mal, ne, wo er da war. Theoretisch. Oder war er danach auch nicht mehr da bei dir? Weil er war ein einziges Mal da. Da konntest du auch noch nicht aufs Boot drauf. Da hat er rumgemeckert und gesagt, geht nicht. Also einmal war er da, da hat er mir das allererste Bild verkauft auf der Insel. Und dann hat er gesagt, dass er jetzt immer mit seinem Schiff da oben anlegt. Achso, ich dachte, er bleibt jetzt generell da oben. Also, dachte ich. Gestern war er, wie gesagt, nicht bei mir. Okay, dann ist er doch nicht jeden Tag da, dann muss ich ihn ja noch besuchen. Kimi, du bist in meinem Haus, oder? Ja. Katharina schreibt gerade, man kann alles machen im Haus, außer die Person ist im Haus. Da ich jetzt was hinstellen wollte und es nicht geht. Ich wollte nur dein Haus durchforsten. Ja, da ist nichts Großartiges. Okay. Ja, liegt alles ziemlich im Weg. Ja, ich weiß. Jürgen schreibt auch schon, nein, er kommt nicht jeden Tag. Ich dachte, er kommt jeden Tag. Ah, oh, cool. Ja, guck mal, den Fernseher konnte ich anhängen. Da warst du noch nicht in meinem Haus drin. Geht doch an. Der geht an! Ey! Wetter. Oh, Wetter. Aber 50 Zoll habe ich mir größer vorgestellt. Okay. Ich gehe aus deinem Haus raus, damit ja, du... Sehr lieb, dauert nicht lange. Warte, ich bin gleich draußen. Ja, ich fühle mich beobachtet. Ich mache mal kurz Fenster zu. Tja. Hast du auch schon einen Fernseher? Du hast wahrscheinlich wieder alles, so wie ich dich kenne. Nein. Diesmal habe ich so gut wie gar nichts. Also, gar nichts ist übertrieben gesagt, aber ich habe halt nicht so viel. Ja, naja. Es kommt ja alles stückchenweise. Dein Laden ist voll hübsch. Ist der dann noch nicht so groß? Wann denn? Ich weiß nicht. Du hast doch das jetzt mittlerweile schon eine Weile. Ja, aber ich hab doch ein neues. Ja, das hast du auch schon eine Weile. Mein Laden war gerade im Umbau, da habe ich die neue Switch bekommen. Okay, ja gut. Das heißt, heute oder gestern oder vorgestern sogar schon, hätte ich auch schon den Laden, aber bei mir war er, wie gesagt, im Umbau und ich habe ihn nicht gesehen. Die Stimme ist mega witzig. Die von dem Fernseher hier. Mach den Fernseher mal wieder aus. Du sollst aber immer zu diesem Boot von dem gehen, da du nur ein Kunstwerk am Tag kaufen kannst. Ah, okay, Nils. Stimmt, letztens war ja auch nur eins, danach war es wieder weg, ne? Hast du Insekten für mein Museum? Nee, aber ich kann noch welche fangen, wenn du möchtest. Du kannst... Nein, die Stimme ist süß. Ja, welche Stimme... Was? Welche Stimme meint ihr denn? Meint ihr jetzt schon wieder Kimi Stimme? Wie alt ist sie? 17. Das glaubt euch eh kein Mensch, wenn sie... also bei dem Boottyp, also es gibt ein Minispiel bei denen. Ach so, okay. Ah, Spoiler-Alarm wieder mal. Vollkommen da. So. Spoiler. Du bist aber noch nicht lang online, oder? Ich bin schon ganze... Stört nicht. Ich glaube, ich habe um 17.50 Uhr angefangen. Achso. Ja, dann. Ah, da vorne liegen noch zwei Karten, die kann ich gleich auch Katharina geben. Vielleicht brauchst du die noch. Wo ist denn deine Bucht? Oben mittig.
Ah, mittig. Ja, ich stecke fest. Ach so. Ich muss hier wieder runter. Ah! Oh! Der ist da. Wenn du noch ein bisschen Geld übrig hast, ne? Da vorne steht noch ein Typ. Der Spenden sammelt. Aber wahrscheinlich. Hast du auch schon die neue Info an der Tafel gelesen? Nee, leider noch nicht. Ich laufe gerade irgendwie im Dunkeln hier hinten irgendwo rum. Am 1. Mai bis 7. Mai das nächste Event. Ah, das, ja, das habe ich schon gelesen. Achso, das meine ich, ja. Nee, weil letztens oder vorgestern kam auch die Info, dass jemand bei mir jetzt am 3. Geburtstag hat und ich deshalb. Ach so, okay. Mir hat bald jemand gebracht. Ja, was ich jetzt noch so. Jetzt habe ich dir gar nichts mitgebracht. Oh nein. Hast du Animo-Karten? Ich? Ja. Wie viel hast du? Muss ich dir erzählen? Okay, also mehr als ich. Wahrscheinlich. Ich habe vergessen, was das Boot ist. Also ich habe ja nur 12, das weißt du ja. Achso, die habe ich gesehen, ja, aber ich habe halt bevor Animal Crossing New Horizons rauskam, habe ich jede Menge Amiibo-Karten gekauft für New Leaf, weil ich die Fotos von den Special Bewohnern haben wollte. Weißt du? Fotos. Ach so, okay. Und deshalb habe ich die ganze Zeit die Karten gekauft und in jedem Pack war halt nur eine Special-Karte drin. Und dann habe ich halt ganz viele und dann kamen Bewohner dazu und dann habe ich mir die Bücher dazu geholt und jetzt habe ich 4 Sammelbücher, die noch nicht voll sind, aber wo einige Karten drin sind. Ja, sag mal so, ich habe ja nur die 12, ne? Ist ja auch schon mal, ich finde das total verwöhnt, ne? Ich habe ein paar Doppel. Ich dachte zuerst, dass die Karten kaputt sind, ja? Erste Karte rangehalten, Pompom sollte rauskommen. Und was war da? Erika. Ja, die heißen. Die heißen anders, als sie eigentlich heißen sollen, weißt du? Nein, nein, aber, das liegt daran, also die haben halt in verschiedenen Ländern verschiedene Namen. Ja, aber alle drei Varianten, wie die heißen könnten, Pompon, Pompom und Floppy. Keiner der drei Namen kam in Kraft, sondern. Na gut, Erika. Bei mir auf der Karte stehen 5 Namen drauf. Habe ich Billigkarten gekauft? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die alten Karten, die ich damals gekauft habe, 5 Namen draufstehen haben. Na, und eins davon ist der deutsche Name. Ja, bei mir war gar kein deutscher Name mit bei. Und ich habe 15 Euro bezahlt. Geht eigentlich, glaube ich, oder? Für 12 Karten, weiß ich nicht. Ist das teuer, günstig? Ja. Nee, bei Erika war. Doch, bei Erika war ich schon, Jule, da warst du nicht da. Und Erika will jetzt, dass ich irgendwas baue für sie. Kann ich mir von den 3 Sachen was aussuchen oder von den ganzen Sachen hier? Ja, ne? Was ich kaufen will? Du hast ein wahres Auge für Qualität. Das ist ganz. Oh, wir kennen uns ja noch gar nicht. Willkommen an Bord von Rainers Schatzgutter. Gutter. Zum ersten Mal da? Oh, wer bist du denn? Hallo, Erika. Na, oh, wie süß. Ob es um Essen, Fashion oder neue Erfahrungen im Allgemeinen geht. Sie ist eine einsame Abenteurerin auf der Suche nach dem unbekannten Kra. Ihr Name Erika. Das kommt gut schräg rüber, oder? Das heißt, du hast auch Erika, ja? Nein, sie ist bei dir auf der Insel. Ach so, du bist gerade bei Erika. Ich dachte es gerade schon. Ich bin im Zelt. Olli, wann murmelst du? Was steht denn bei Twitch? Ich weiß es gar nicht mehr. Murmel? Ich hoffe, ja, ich murmel heute wieder auf Twitch. Was heißt das? Es gibt so ein Murmelspiel. Du schreibst im Chat einfach nur Ausrufezeichen Play rein. Dann taucht deine Murmel auf. Und dann ist es mehr so ein Zufallsgame, weißt du, wer als erst am Ziel ankommt. Ah. Ja, und das kommt heute noch auf Twitch. Ich weiß bloß noch nicht, was da eingestellt ist aktuell. Es gibt ein Original und 3 Fake. Ja, aber. Also auf Facebook habe ich gelesen, dass einer schon mal 2 Original, also 2 echte da hatte und nur einen Fake. Oh, hier steht, außerdem darfst du so viele Möbel kaufen, wie du willst. Ich frage auch einfach nicht, wofür. Ich darf so viel kaufen, wie ich will. Die Möbel, nicht die Bilder. Ach so.
Möbel kannst du nur eins kaufen, dann reserviert er das für dich Ach und am so. nächsten Tag kriegst du es per Post geschickt. Wirst du das wohl beste Teil kaufen, das ich jemals hatte, dieses Gemüsegemälde? Ich Nee. könnte von dir den tatsächlichen Wert verlangen, aber das tue ich dir nicht an. Wir sind doch Cousins. Wir sind gar Ja, nichts. er ist großzügig, oder? 4.980. Du, das erste Mal, ne? Ich war am Überlegen, ob ich Geld zusammensammle, ne? Wurde, Okay. zuerst wollte er eine halbe Million. Nee, Quatsch, wie viel waren das? 2 Millionen haben. 2,4 Millionen für ein Bild. Da habe ich gesagt, nee, geht nicht, ne? Und da kam, okay, weil du das bist, will ich nur 10.000 haben. Das ist schon so, das ist ein großer Unterschied, 2 Millionen und 10.000. Das ist Rainer. Du musst das Bild googeln. Ja, damit du weißt, ob es fake ist oder echt. Lass mich auf das Schiff, ich will das, ich will die Bilder. Die Bilder kannst du wahrscheinlich noch gar nicht kaufen, Katharina, weil du noch nicht dein Museum weit genug ausgebaut hast, oder? Du musst dir erstmal, Rainer muss ja einmal bei dir auf der Insel sein, damit du ein Bild von ihm kaufen kannst, das erste. Dann sagt er, Aber. ja, ich komme öfter, dann musst du das Bild aber zu Eugen bringen, damit Eugen das Museum ausbauen kann. Richtig, und dann geht's erst, ne? Also, ich Genau. weiß aber jetzt nicht, was passieren würde, wenn Katharina jetzt zu mir kommt auf die Insel. Und dann zu Rainer geht. Warte, ich bin doch auch hier. Aber du warst schon mal bei Rainer. Ich war bei Bei Rainer, dir ja, geht's aber bei wahrscheinlich dir? generell. Weißt du, aber wenn jetzt Katharina zu mir kommt, Achso. vielleicht sieht sie das Boot gar nicht. Aus dem Grund, weil sie es offiziell noch gar nicht hat bei sich. I don't know. Ich bin Soll ich das irgendwie. erste gleich kaufen, das erste Bild? Nee, wa? Du kannst es dir auch näher ansehen. Vielleicht Ja. hilft das ja. Natürlich hilft das. Ich habe ja Ich Ahnung frag von. mich, kann ich da reingehen? Bei dir? Ich weiß es nicht. Move mich, soll ich move'n? Hallo? Hallo. Man hört dich schon mal richtig gut, also. Gar nicht, würde ich sagen. Olli, Olli, Olli. Ja? Wie viel ist denn? Hallo? Ist das der da? Hallo? Ja, Ich jetzt höre schon. dich. Die soll mir nichts wegkaufen. Wie das klingt, die soll mir nichts wegkaufen. Was willst du sagen? Nix, nix, nix. Hoffe ich. Kimi? Ja. Weil sie müssen Platz machen. Nein. 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 Wie nett du bist. Ich Ich kann dich weiß. nicht mehr wegschieben. Nein. Der Insel, ne? Ja. Weil, ja. Ja, danke. Da komme ich. Jetzt gucken wir mal den Titel Nils, an. schreibt schon mal, dass das Fake ist. Das ist auch fake, das ist ein Obstmann. Als ob man Obstmann kaufen würde. Jule schreibt, das Bild ist original. Du nennst dich wirklich Jenny mit dem TM dahinter? Ja, ich bin eine Marke. Ich bin eine Firma, keine Ahnung. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Das geht. Ja, sehe Ich ich auch gerade. hack's. Ich hab gehackt, deswegen. Da muss die Bäume unten rechts sein. Die Blume unten rechts sein. Bäume lese ich schon. Ich habe irgendwas angeklickt. Und Ich wenn hoffe, ich habe rechts jetzt unten nichts eine Blume gemacht. ist, dann ist es original. Oh, eine Prinzessin, Jenny. Oh, wie süß. Wie süß. Ich wollte mir eigentlich nur kurz Obst von dir holen und es tut mir leid, dass ich dir nichts mitgebracht habe, aber wenn du meine Best Friends Anfrage annimmst, dann kann ich dir was per Post zukommen lassen. Willst du schon wieder gehen, heißt das? Ja. Nein, aber Ali, Ali, Was denn? Ali, wie viele Sternis hast du? So gut wie gar keine. Tja. Wieso? Ich möchte das haben. Hast du kein Geld? Ich habe kein Geld.
dann das restliche Geld gerade auf meine Bank geschmissen, also auf mein Konto, und habe jetzt kein Sterni dabei. Ich habe null Sternis. Weißt du was? Der kann mir momentan nicht sagen, wie teuer das ist, oder? Es kostet alles 5.000. Nicht die Bilder, das Bett. Ich möchte das Bett haben. Das Bett. Ich muss mir das alles anschauen. So. Ah, wenn der aus dem Krug, der Strahl, der da rauskommt, zu dick ist, dann ist es fake. Ich kenne mich auch ein bisschen aus. Das Bild hatte ich heute bei mir nämlich auch. Okay. Genau wie das hatte ich auch. Haben wir alle Bilder gleich? Nein, aber das hatte ich halt auch. Also ist das erste Bild echt, ja? Das linke ist echt, schreibt Nils. Ja, was jetzt? Das vordere oder das? Also das nicht, weil da fehlt, glaube ich, die Blume. Und hier? Da sieht's aus, als wäre der Wasserstrahl zu dick. Und das ganz links, das ist richtig, ja? Oh, ich kann mir nichts kaufen, ich kann nur gucken. Und das ist auf jeden Fall falsch. Hast du gehört, Katharina? Man kann nur gucken, man kann nicht kaufen. Also ich konnte es gerade nicht kaufen, da steht. Unglaublich, wie dieses Artgemälde die Blicke auf sich zieht, nicht wahr? Aber du kannst unsere Regel nur ein Kunstwerk pro Tag Person. Ah, ich habe schon eins gekauft, vielleicht geht es halt nicht. Ich kaufe es das links in der Ecke. Mal gucken, was da passiert. Lena, hi! Kaufst du mir auch das Bett? Was habt ihr mit Fake? Ja, es gibt halt... Warte mal, ich muss mir erstmal dieses Angebot kaufen, ja? Ja. Ich warte. Du bist jetzt der stolze Besitzer des Versinkgemäldes, okay. Warum liegt das? Achso, das da unten ist. Hallo? Was ist? So, welches das Bett willst du haben, ja? Ja. Eigentlich kostet es viel mehr, aber ich hatte vorhin eine leckere Orange gegessen. Daher bin ich richtig gut gelaunt und verlange heute nur magere 11.550. Olli? Ja. Hi. Hallo. 11.000. Oh je. Du bist so still. Alles ist fake. Darf ich auf deine Insel und das kaufen? Da bin ich richtig gut gelaunt und verlange heute. Du wirst es wirklich... Warte mal, wenn ich jetzt schreibe Nein und ich frage ihn danach nochmal. Nee. Gibst du mir die 11.000 irgendwann wieder? Ja. Du hast Zeit bis... Ich gehe wieder. Warum? Und weg ist sie. Warum geht sie wieder? Weiß ich nicht. Jude, warum gehst du wieder? Ich schicke sie dir noch heute per Post, wenn du meine Anfrage... Hast du sie angenommen? Nein, noch nicht. Ich kauf's jetzt. Nee, weil ich muss ganz viel Geld einsparen für Rüben. Falls du Rüben verkaufen willst, ne? Aktuell 600 bei mir. Ich hab keine Rüben. Aber war auch ein Scherz. Kopfhörer, ach so, okay. Hi, J1234. Hallo. Ich hab das Bett gekauft. Oh ja. Hast du wirklich? Ja. Oh ja. Ich schick's dir. Soll ich's dir hinschmeißen oder wirst du es per Post? Ich kann es auch gleich hinschmeißen. Kannst du es hier drin hinschmeißen? Natürlich, das geht alles. Bettpult heißt es wahrscheinlich. Du kannst diesen Gegenstand gerade nicht verwenden. Okay. Es geht nicht alles. Hallo? Angst, dass ihr euch doppelt hört. Nee, das passiert irgendwie bei dir nicht. Mein Bett. Schick ich dir sofort Peppers. Hast du es eingesammelt? Nee. Wow. Yes. Wow. Die Sachen. Bin zu arm. Man hört dich irgendwie kaum. Wo bist du denn überhaupt? In meinem Shop. Ach so, du kaufst mir also gerade meinen Shop leer?
Ja, aber ich bin zu arm, ich kann nichts kaufen. Ich auch. Ich hab 0 Sternis. Ja, ich habe vorhin ein bisschen Sternis bekommen, weil ich meine Rüben verkauft habe. Ach stimmt, du wolltest ja das Sounddings haben, ne? Nintendo Switch Olli, machst du Erikas Wunsch erfüllen? Ja, das muss ich auch noch machen. Wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Wann kommt der nächste Stream? Ich wohne Lisa. Hallo. Hallo. Es war gerade jemand im Shop einkaufen bei mir bei der Ständerei. Ich komme ja nicht rüber. Ich kann nicht, ich habe keine Stimmen. Warte mal kurz, Katharina, ich kümmere mich jetzt um dich. Was? Um wen? Ja. Pick auf. Um 19.30 Uhr. Ja, das wird knapp. Ich stelle den Stream gleich auf 20 Uhr um. Obwohl, seht ihr eh nur ihr. Und ihr seid jetzt eh hier. Was ist mit Nap und Schlepp los? Die sind kaputt. Wieso? Ich kann mich frei bewegen. War das vorhin auch schon so? Was denn? Ich kann mich frei im Shop bewegen. Kann man doch auch so. Ja, aber ohne dass Nap und Schlepp mich die ganze Zeit bedrängen. Ja, weil deine Insel offen ist und du Besuch hast. Deswegen bedrängen die mich nicht? Ja. Ach so, ich wollte schon sagen. Ja, Olli, mach, ey. Was soll ich machen? Hallo. 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 Olli. Okay, hallo. Vergisst du endlich, dass du dann nur Minecraft machst? Dass du weißt schon, wie lange ich heute noch streame? Ja. Und ja, immer, dass du gerade streamst. Habt ihr jetzt schon eine Idee? Weil das eine Paket ist doch nicht, ne? Was wir vorhatten. Ja, dann machen wir halt erst eine Taxi oder sowas. Na, ich will aber nicht was oder sagen. Irgendein Fiete Beast. Nein, ich will aber irgendwas machen, was schon recht aktuell ist von der Version her, weil ich will nicht irgendwas spielen mit Version ja, 12 halt, oder 8 oder was ich was. Ja, dann müssen wir halt schauen. Ja, es wird auf jeden Fall alles bis Freitag laufen. Ich bin hier gespannt. Vertrau mir. Wenn du das nicht machst, kriegst du Haue. Dafür müsstest du aber erstmal nach. Du weißt schon, wo ich wohne, komm. Ja. Und ich glaube, du kommst nicht durch die Grenze aktuell. Doch, ich sag einfach, ich helfe meinem Papa beim Arbeiten. Das ist. Da brauchst du aber so einen Ausweis, dass du die Grenze überqueren darfst. Ja, was von der Firma. Ja, okay, dann. Als ob dein Vater zulassen würde, dass du nach Berlin spontan kommst. Olli, wie wäre es mit Tectopia? Tectopia, ist das ein Modpack? Okay, tschüss. Bis nachher. Olli, mein Internet kackt gerade voll ab. Ach Mann, was hast du für ein scheiß Internet, Emmy? Olli, deine Insel langweilt mich. Ja, die ist auch noch nicht hübsch. Aber wenn du lieb bist, ja, bekommst du von mir gleich eine Musikbox. Oh, jemand ist gerade in mein Museum einfach reingegangen. Nein. Haha. Aber wenn man jetzt ein Gitter vorziehen könnte, weißt du, dann wärst du erstmal gefangen. Nein. Wo bist du denn? Katharina Lein? Ich jetzt. Aber man hört. Man hört dich auch schon wieder nicht so wirklich. Hast du noch keine Wespe gestiftet? Doch, Wespe habe ich locker schon gestiftet. Ich sehe sie nicht. Genauso wie Bienen. Ah, sie ist nur nicht draußen. Okay. Pam, 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 pam. Padam, pam, pam. Swish. Immer nicht gefunden. Ist sie wirklich 17? Nein. Bist du verraten, wie alt du bist, Kimi? Nein.
Alt. Okay, ich bin alt. Wo bist du denn? Ich will dir was schenken. Ich verstehe dich übrigens so gut wie nicht. Ich komme ins Museum rein. Achso, du bist auch da. Spoilern, was es im Museum gibt. Aber vielleicht kommt noch eine Party im Museum für die Erweiterung. Aber erstmal werde ich gleich mal kurz. Chen? Interessant. Ja, mein Museum ist noch recht langweilig. Kimi schätze ich 23, schreibt Jule. Danke. Ob das korrekt ist? Also die Insel ist aktuell offen, Nils, noch. Ich schätze 40. Bitte? Spaß. Hast du gerade wirklich 40 gesagt? Oh, was ist jetzt gerade runtergefallen? Ich bin noch keine 30. Ich bin noch keine 29, bevor jemand fragt. Und noch keine 27 und keine 26 und keine. Kimi schätze ich noch. Achso. 40 nicht 26. Fragen. 26. Da haben wir das. Spinnen dran kleben. Hä, was ist denn hier los? Nicht so schön. So. Haltung nehmen geht nicht. So. Fische, Fische, Fische. Ich geh wieder. Du gehst wieder? Ich will dir noch verschenken! Ja. Komm doch. Ja, du bist ja schon weg. Ey, wer kommt jetzt zu Besuch? Gott sei Dank ist keine. Ach nee, du bist nicht weg, da kommt jemand, okay. Ich werde jetzt mein Handy anschalten. Das kann man nicht. So, Kunstgalerie müssen sie kommen. Komm mal raus. Ja, dauert noch kurz. Weil irgendjemand gerade spontan vorbeikommt. Wahrscheinlich Nils. Ja. Ey, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe irgendwas zerstört bei mir zu Hause. Vielleicht so. Nicht. Ein Goldfischchen. Ich hoffe, jetzt geht's. Was? Wo ist ein Fisch? In deinem Aquarium. 24 schätze ich. Das wurde schon gesagt, ne? Da kommt wieder jemand zu mir. Wie viele Leute kommen denn jetzt? Hi. Hallo. Ich gehe mal da hoch. Aber das funktioniert doch trotzdem, dass du im Museum bist, oder? Wer kommt denn jetzt noch? Es kommen durchgehend welche, merkst du das? Ja, aber das scheint ja nicht zu funktionieren, weil müsste dann nicht eigentlich diese Szene kommen, von wegen hier im Anflug? Stimmt, eigentlich schon. Ja. Okay, jetzt rede ich gerade wieder, aber zwischendurch kam das ja auch. Immer Fenster schließen. Ja, und dem stand ja, dass Besuch kommt zweimal. Mhm. Jetzt kommt bitte beende das Gespräch, das können wir gleich machen. Also entweder stimmt mit deren Internet was nicht. Ich kann keine Spenden abgeben aktuell. Was ist mit Eugen los? Oh. Ich schließe nur mein Handy nicht, deswegen kann diese Person nicht kommen. Ach, du bist es. Ich lasse ihn aber noch nicht rein. Das ist ein bisschen zu unsicher für mich. Noch eine Person. Ich weiß nicht, ob ich das. Ach, Mann. Ich glaube, es war in der Musikbox. Dann lasse ich ihn frei. Ja, du bekommst deine Musikbox. Jemand kommt zu Besuch. Was ist das für irgendwelche Leute die ganze Zeit? Das dauert so lange, bis diese Person hier ist. Ach, das geht eigentlich. Warum ist ein Tee? Ich frag nicht. Ach, hier ist sie. Ganz recht am Handy. Olli hat das Spiel kaputt gemacht. Nein. Katharina macht das Spiel gerade kaputt. Ich
diese Person jetzt nochmal kommt. Na, ich werde wütend. Ja, Zwilling! Ich hab Star. Guck mal, für dich. Ich würde dich erschließen, sonst bekomme ich das jetzt nicht. Jetzt. Komm. Nein, ich will mich bewegen. Okay, jetzt mache ich wieder so. Deine Ernst. Nein, das überhaupt ich nicht. Das ist mir zu heikel. Katharina, geh aus dem Handy raus, kommt schon. I can't move. Warte, wie das wirklich machen soll. Was? Ich meine, das ist Sicherheit. Ich vertraue anderen Menschen nicht. Die klauen alles. Die ganzen Blumen. Und die ganzen aber das Fotos. Ist doch meine Insel. Ja, aber ich... Ja. Stimmt, also, sonst kannst du nicht mehr klauen, ne? Ja. Jemand kommt zu Besuch. Katharina? Ach, geh, du Model. Ich bräuch es jetzt schon. Hauptsache 10 Minuten mit Handy rumstehen, aber nicht auf eine Minute Animation warten. Ja. Geil. Wie kann man vom Ocean kommen? Winden. Ich frag einfach nicht. Ach, Katharina. Oder soll ich dich lieber Freya nennen? Oder Jenny? Nenn mich, wie du willst. Hackwurst oder so, mir doch egal. Wie viele Namen hast du mittlerweile? 80. A, B, C, D, E, F, G. Oder alle Buchstaben, alle Zahlen. Oh, das ist aber jemand sehr sicher. Ja, wir haben auch die Generation, die mit Mundschutz rumläuft. Ich finde es total kritisch, dass es keinen Mundschutz in Animal Crossing gibt. Es gibt eins, ich habe eins. Ja, aber... Er hatte doch auch einen an. Ja, ich weiß, aber ich meinte das generell, ich habe noch keinen bekommen. War ein Ausverkauf, wo ich kaufen wollte. Ja, da hast du Pech. Kann man nichts machen. So, was Scheiße. Muss ich jetzt noch tun? Ich zerstöre alle Blumen. Nein. Eugen ist aktuell so aufgeregt, dass ich nichts im Museum verkaufen kann. Stiften. Meine ich ja. Kann Freunde was stiften? Dann machen sie es nicht. Wo ist deine Dingsbrücke, wo noch was gedingst werden muss? Oder? Okay, also ich kann es vergessen, das geht erstmal nicht. Das heißt, ich muss euch gleich von der Web verweisen. Olli, kannst du zufällig die Sache für Erika machen? Ja, wir haben nur noch Zeit. Das Museum ist schon richtig voll. Das ist das Geheimnis. Erika hat eine Aufgabe. Was denn? Schule? Na, ich muss irgendwas herstellen. Was denn? Und erst, wenn ich es hergestellt habe, irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Hast du einen Automaten in ein doofes Geschäft? Ey, es gibt doch gar nichts bei mir im Geschäft. Eigentlich habe ich ja schon einen Teil hier drin, aber ich finde es nicht. Du hast keinen Automaten, wo man es bestellen kann. Der ist im Service Center. Ja, du meinst, ich hab den, hab nur dieses kleine Zelt. Ich gebe ja. Nicht aus. Da ist das Bild, das ich schon habe. Das müssen wir von der anderen Seite anschauen. Och, volle Spoiler. Melinda ist hier drin. Gestiftet von Olli. Ein Furchtgemälde. Otano Onichi III als Yako Edobai. Tsusai Sharaku 1794 Holztruppe. Okay. Ja, passt. Mann, außerdem kann ich nicht zu dir, ich habe noch keinen Leiter. Ach so. Jetzt drop mal ein bisschen Sternis.
Dann kannst du die verdoppeln. Genau. Wenn nicht spenden, nein, wenn du sie vor, wenn du sie vor Katharina legst, kannst du die verdoppeln. Sie hat einen Trick, da geht's ganz schnell. Und du siehst sie danach nie wieder. Also er spendet die Sachen. Was, das spendet jemand? Ja, der Nils hat alles gespendet. Du hast gerade was eingesammelt, habe ich gesehen. Ja, Geld. Warte mal, ich weiß ungefähr, wie viel noch. Zwei, oh mein Gott, so viel Sternis. Ich spende doch gar nichts, das sinkt man sich dabei. Oh, ich spende einen Stern, ich spende einen Stern. Hallo, geh weg. Oh, da ist noch ein Zwilling. Geh weg, ich möchte mit dem reden. Oh, das waren ja locker 10.000, die du gespendet hast, vielen Dank. Also mindestens. Ich hab auch was gespendet. Ja, das vielen ist Dank. Toll. Aber du hattest ja gar nichts zum Spenden, hast gar kein Geld bei gehabt. Doch, ich habe Fische verkauft, die ich bei dir geangelt habe. Oh, wie lieb. Vielen Dank. War nicht viel. Ein kleines bisschen ist auch viel. Ich bin jetzt auch was. Ich bin nur ein Sterni. Jude, du hast es geschafft. Ich bin stolz auf dich. Wollen Sie einen Sterni für die gute Sache spenden? Ja. Dein Ernst? Hey, ich muss auch sparen. Ich habe nicht Geld. Nicht aber so danke, viel. Danke für einen Sterni. Dafür habe ich dir von 5.000 geschenkt. 5.000 etwas. Du hast mir nur die Musik kurz geschenkt. Ja, der hat so viel gekostet. Dann schenkt dir halt. Was kann ich dir schenken? Ich kann dir ein Babybär schenken. Ich weiß, was ich jetzt mache. Ich werde jetzt noch zwei Aufgaben erledigen. Aufgabe Nummer 1. Ich gehe an die Werkbank. Aufgabe Nummer 2. Du kriegst alle. Aufgabe Nummer 2. Ich wähle das aus, was ich jetzt herstellen soll. Und zwar einen Holzschemel. Dafür brauche ich aber 4 Holz. Und warte, machst du das jetzt oder darf ich vorher nach Hause? Du kannst auch jetzt nach Hause. Also okay. Ihr müsst dafür nach Hause. Ich brauche ja Holz. Ich kann die Bäume nur klopfen, wenn ihr nicht da seid. Ich bin kurz auf K. Aber bitte nicht im Handy. Es war schön mit euch. Ich hätte jetzt am liebsten euch alle angeklickt. Jetzt gehst du gerade, oder? Jude, du bist auch komisch. Nein, Signal ist gestört. Ich kann nicht. Kein Problem. Viel Spaß beim Gehen. Danke, dass ihr da wart. Wir sehen uns wieder. Und nein, danke jetzt für die warum? Spende. Dankeschön. Du bist gemein zu den anderen Menschen. Finde ich gar nicht. Bist du? Doch, bist nein, du. Du bist übrigens, ganz lieb. Ich habe ganz, ganz viel Obst bekommen jetzt. Katharina, hast du übrigens auch Lust, ab Freitag an ein Minecraft-Projekt dran teilzunehmen? Nur wenn es kein Technik-Minecraft ist. Es geht Richtung. Also offiziell war geplant Minecraft Link. Link. Ja, das Link ist, von Zelda. Ja, richtig. Das hat ein bisschen was mit Link hat's. Also eigentlich hat es so gut wie gar nichts mit Link zu tun. Das ist, musst du dir so vorstellen, ein Projekt von Unge, Rivi und so weiter, was die halt veröffentlicht haben, was jeder nutzen kann. Und. Das war eigentlich geplant. Wenn was noch hinbekommen ist, Freitag. Ansonsten geht es wahrscheinlich Richtung Vize-Beast oder so. Vize-Beast? Ja, oder Direwolf 21 oder 20, oder weiß ich, wie man es nennen möchte. Fuck jetzt nicht. So. Hallo, ich jetzt sagt, mein Favorite Person. Oh, wer will wen beklauen? Jude beklaut. Katharina beklaut mich nicht. Nein, warum haben alle dieses Spiel? Hast du das ja, nicht, Aki? Ja, weil es toll ist. Aki? Welches war jetzt noch meine Aufgabe? Ich wollte ein Holzdingsterbums erstellen. Hab ich eine Axt? Ich habe jetzt eine Steinaxt, die geht so schnell wieder kaputt. Jula, man braucht den Feed the Beast Launcher. Beziehungsweise läuft das jetzt mittlerweile, glaube ich, über Curse oder so. Feed the Beast. Gibt's die wieder? Weil die haben es ja damals an Curse übergeben. Also auf Twitch, also in der Twitch-App, kann man Minecraft Modpacks und Feed the Beast installieren. Aber es gibt auch einen Feed the Beast Launcher. Ja, aber ich dachte, die haben sie abgestellt. Ich dachte, den gibt's nicht mehr mittlerweile. Den gibt es. Den gibt es noch, okay. Mhm.
schreibt hier Akishan. Mula, feed the beast, nicht ATL. Nee, nicht der AT-Launcher. Ich bin nicht böse, ich sag nur die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, sie mag euch alle. Mhm, ja. Ich mag ein paar Leute. Magst du mich? Ja, deswegen bin ich ja nicht hier. Ach so, okay, das ist nett von dir. Ich hasse dich, ich bin jetzt weg. Tschüss. Tschüss. Bist sicherlich immer noch da. Man ist immer traurig. Siehst du? Sag nicht traurig. Ich wusste ganz genau, dass es so kommt, wie es gekommen ist. Andere Leute, du kannst nicht mehr mit Tschüss sagen, die sind dann sofort weg. Na, ich bin nie weg. Wo ist jetzt dieses scheiß Holz? Da. Meine Insel ist nur voller Busch. Wie heißen die Busch? Ich habe einen Namen. Und der heißt Leonie. Leonie habe ich mal gehört. Aber Aki-chan, du hast dich Aki-chan genannt, deswegen nenne ich dich auch Aki-chan. Ich lese Leute auch mal so, wie sie heißen. Ja, klar, sich Folie. Das ist jetzt gerade wirklich Klarsichtfolie. Wurde ich schon immer so genannt, ich weiß nicht selbst warum. Ich hab ein bisschen gesoffen. Vielleicht sehe ich aus wie eine Klarsichtfolie. Ja, du bist auf jeden Fall, du bist durchsichtig. Das ist ja mich sieht man eigentlich gerade gar nicht genau. Das ist was? Was denn? Du hast ja aus Käse ein Gesicht und alles gemacht. Und du bist auch in deiner Klarsicht vor dir. Ja, das ergibt Sinn. Minuszeichen habe ich auch schon mal gehört, den Namen. Ah, wir haben so viele Leonis, das ist total schwierig mittlerweile. Hi Dani, wie geht's dir? Guck mal, ich habe was für dich. Oh, das wäre fies. Jetzt kommt hier Wahnsinn, sagt nix. Ist mein Holzschemel etwa fertig? Und wenn ich jetzt anklicke, noch nicht. Mhm. Holzschimmel ist fertig. Olli, wie geht es an? Ja, Alka, meine Mutter. Diese Leonie bist du. Warum nennst du dich denn immer um? Also, ich schicke ja mal... Moment, ich mache mal ganz kurz was, ja, Leonie? So. Ich mache jetzt mal kurz einmal ein Foto vom Chat. Und schick genau das an deine Mutter. So, mal sehen, was zurückkommt. Bitteschön. Oh, verdammt! Wuhu, tausend Dank. Ich fühle mich voll geehrt, dass du dir so eine Arbeit für mich machst. Hier, ich will mich... Ich bekomme einen Soft-Eis-Hut. Juhu. Okay. Was kann ich damit anfangen? Ich will nicht mehr. Meine Heimkehr steht an, dabei will ich überhaupt nicht weg. Das ist echt hart. Du musst mich 100 pro wieder einladen. Ich würde Freudensprünge machen, bis ich umfange. Guck mal, Jule, die will nicht zu mir ziehen. Die ist zum dritten Mal bei mir. Die hat keinen Bock auf mich. Die kommt nie wieder zu mir. Als nächstes kommt Doc zu mir. Oder so. Welche Karten hast du in Doppelchemie? Soll ich die alle vorlesen? Okay, es sind zu viele. Wenn ich mal welche doppelt haben sollte, tausche ich mit dir, ja? Yay! Tauschen! Jemand von euch Barry? Ich bestelle mir eh nochmal für 30 Euro 24 Karten. Was? Hat einer von euch Barry? Ben und Jerry habe ich, aber Barry nicht. Ach man. Nein, warte mal. Pom habe ich. Doc habe ich. Sydney habe ich. Mallory habe ich. Gulliver habe ich. Lucy habe ich. Mira habe ich. Resetti habe ich. Nur Resetti. Ja, dann kann man nichts anfangen. Ne? Das ist nur so ein. Robin habe ich. Naomi habe ich. Mod habe ich. Und Annabelle habe ich. Nairobi habe ich. Nairobi, das, die hat eine Maske auf. Ich glaube, das ist die von Haus des Geldes. Glaube ich auch. Wo ist denn Nairobi? Ich habe so einen komischen... Nee, Naomi, nicht Nairobi, was ist das jetzt?
Na, oben. Olli liest ihre Nachricht. Wessen Nachricht? Moment. Sprich sie nochmal an. Sprich sie nochmal an. Wem soll ich nochmal ansprechen? Leonie oder was? Ach so, ich soll Erika nochmal ansprechen. Ja. Was denn? Very, very hard. Kann ich ganz ehrlich meine Meinung sagen? Südhof ist unfassbar fantastisch. Schöne Natur, super Stimmung. Ganz zu schweigen von den super netten Bewohnern, Kra. Zieh doch her, kann ich jetzt anklicken. Jule, hast du jetzt wirklich recht? Die schlammt hier rum. Aber ich bin einfach noch so unentschieden. Ich werde nochmal drüber nachdenken und beim nächsten Mal habe ich eine Antwort parat. Du musst mich also unbedingt nochmal einladen, klar? Na? Ich soll Erika jetzt nochmal einladen. Ich sag zu dir, ja, hier ist es richtig schön, aber die will bei dir nicht hinziehen. Ja, die ist ein bisschen eingebildet. Oh, bei mir ist es viel zu schön, hier ist es viel schöner, aber ich komme trotzdem nicht. Nächstes Mal, Olli, genau. Da will sie dann auch wieder nicht. So, jetzt ganz wichtig, ich gehe jetzt mal kurz einmal. Wie, wenn man das. Wie toll. Mann, ich brauche Geld! Ich muss mein Haus upgraden. Ja, nein. Du bist so sucht, du suchtest wahrscheinlich jetzt die ganze Woche durch und hast morgen weiß ich wie viel. Ich muss angeln gehen, aber ich weiß nicht, alleine ist langweilig. Du musst einfach mal an einem Sonntag Rüben genug kaufen. Und dann hoffen, dass jemand 600 pro Rübe anbietet. Warte mal, ne? Du weißt ja noch von meinem ganz alten und allerersten Spielstand, ne? Mhm. Da hatte ich mein ganzes Inventar voll mit Rüben. Und dann hatte einer, wo ich dann halt mit Dings uns gemacht habe, hat einer so reingeschrieben, dass ein, also bei so einem Server, das ist ja auch eine Rübenpreise, die teuersten Rübenpreise der Welt geführt. Ey, ich muss einmal so ein Glück haben, dass ich so viele Rüben kaufe und ich genau dann einen Rübenpreis bekomme von 900 oder so. 100, das dann wär's top, dann würde ich einfach mal 5, 6 Millionen machen oder so, mindestens. Ja, und den Rest und die Hälfte schenkst du. Nee, noch mehr. Ab. Ich würde wahrscheinlich 20 Millionen machen oder so. Okay. Wie viel Rücken kann man stacken? Ich hole mir jetzt meinen Rechner raus. Ach, du heißt anders, weil du jetzt Videos postest? Aki-chan. Ich gucke jetzt, was die da postet. Ich jetzt wissen. Hier, Aki-chan, 400.000 Abonnenten. Sie singt. Wer singt? Aki-chan. 400.000 Abonnenten, das glaube ich aber nicht. Das ist fake. Das hat sie uns angelogen. Hier, jetzt habe ich ein Video gefunden. Wir bleiben zu Hause, ich lebe noch, glaube ich. Unsere Namen und wo ihr uns findet. Okay. Olli hat mir heute einen neuen SSO-Account erstellt. Warum das, Nedo? So, das ist schon mal erledigt. Wurde gebannt. Okay, Olli, kommst du zu meiner Insel? Nee, ich bin jetzt gleich offline, weil gleich der nächste Stream kommt. Welches? Was machst du denn? Murmeln. Nicht Marvel, oder? Doch. Genauso heißt es. Warum? Habe am Stream Zeit. Ja, weil das geplant ist für gleich. Das ist doch nicht so. Das fand so schön. Tja, es finden sehr viele sehr schön. Ja. Wieso kann ich das. Habe ich das Exemplar verkauft? Sieht so aus. Achso, du kommst auf den alten Account nicht mehr. Aber, Katharina, wir haben schon lange nichts mehr zusammen gemacht, ne? Ja. Da hast du recht. Vielleicht finden wir bald mal wieder was zusammen. Ja, dann kommen wir zu meiner Insel. Ich muss jetzt gerade erstmal wieder ganz viel Geld machen. Ich mache jetzt richtig viel Kohle.
Ach ja, ich sehe, ich wollte eigentlich noch eine Anleitung für Dings geben, für ein Häschen, Taghocker und so weiter. Die Anleitung, die ich so viel habe. Oder fehlt noch was? So, dann bekomme ich jetzt mindestens 20.000. 22.500, das passt. Machen wir. Wer spricht damit? Katharina spricht mit und ich weiß nicht, ob Kimi noch da ist. Aber ich denke mal schon. Ich bin hier. Genau, die beiden. So. Hast dir keine OSET-Sachen gegeben? Na, ich wollte dir was geben. Wolltest du in den Schubbox gehen? Aber ich kann dir regelmäßig was per Post schicken. Was hältst du davon? Post. Oh, ich hasse Post. Aber ja, okay, das ist möglich. Wollen wir noch kurz einmal Katharinas im Abschluss besuchen? Wir haben noch. Nein! Sie will nicht, dass wir sie besuchen. Doch, doch, ihr könnt Ach gerne. ja, jetzt will sie es auf einmal doch. Ach man, die Insel ist gerade noch im Bau, deswegen ist sie jetzt nicht so hübsch. Ich komme für die letzten 2 Minuten rüber. Und dann würde ich vorschlagen, stelle ich das gleich oben, dass wir dann um 20 Uhr mit Murmeln anfangen für 1,5 Stunden ungefähr. Das dauert nicht lange, das dauert vielleicht 2 Minuten. Und dann kommt morgen schon King of Retail. Ist das? Das ist etwas, wo du dein eigenes Geschäft aufbaust. Entweder machst du so einen ganz normalen Laden, sowas wie Gucci, weiß ich was, oder eine richtige Einkaufshalle und so weiter. Du musst alles bestellen, du musst Mitarbeiter einstellen, du musst Ware einräumen, du musst die Kasse bedienen, alles drum und dran. Klingt also recht lustig. Also ist halt ein typischer Simulator halt, nur bloß für Einkaufsläden. Sie will nur Fame abstauben. Ja, sei ihr gegönnt. Genau ich. Ich, ja ich, ja genau. Sie ist übrigens immer die mit den besten Rübenpreisen. Ich hoffe, ihr meint nicht mich. Natürlich meint sie dich. Jula, ich komme So, mal gucken, ob ich sie jetzt finde. zu dir. Ja, warte, ich muss noch meine Büsche pflanzen. Das alles hier ein bisschen Verbindung normaler zum Internet wird aussieht. hergestellt. Speichervorgang berühre nicht den Powerknopf. Wie möchtest du verreisen? Warte! Per Freundesliste möchte ich verreisen. Ah! Lass mich doch erstmal aufmachen. Ich sehe jetzt gerade, wie sie gerade dahin rennt. Ey, muss ich da jetzt hingehen und dieses Doofe aufmachen? Wir können es auch im nächsten Stream machen. Was? Mädchen Nein, kommt jetzt. brauchen 1,3 Sekunden, um Menschen zu mögen. Ja, und Julian, du brauchst 1,3 Sekunden. Hab die ganze Woche Betreuung. Klingt nicht optimal. Und Leonie schreibt schon wieder Buh. Bruh, das ist bra. Buh, da Aber steht aber Puh. Ich drücke jetzt auf per Freundesliste. ja. Ja, Besucher empfangen. Möchtest du jemanden aus der Nähe? Oder nicht Suche nach einladen? Inseln läuft. Verstanden, dann lass ich mal an der Stelle. Ach du Ja. liebe Güte, es gibt im Moment keine Inseln, die wir anfliegen können. Tut Doch, mir gibt leid. es. Doch, gibt es. Suche nach Inseln Speichervorgang, läuft. berühre nicht Powerknopf. Ach du liebe Dann Güte, möchtest es du gibt immer also noch einer. keine Inseln. Alles klar. Ich öffne jetzt den Flugsteig. Es ist Suche nach offen. Inseln. Die Verbindung zum Netzwerkgerät wurde unterbrochen. Bitte versuche es später, wenn das Internet wieder da ist. Ja, das habe ich auf. Hat die mit dich gehackt. Alles klar. Nee, ich habe den Befehl eindeutig nur zu oft gemacht. Ich möchte fliegen. Ja, da hat sie den Satz unterbrochen, ne? Nicht weitergeredet. Also, ich habe jetzt aber erstmal fertig. Danke für das Obst. Wenn du noch irgendwas brauchst, ne? Komm vorbei, du weißt, wo ich wohne. Obwohl es bei Ja, mir zu klar. Hause aktuell nicht so optimal ist. Ach. Baumaßnahmen und so, weißt du? Das ist hier mehr Baustelle als Ja. alles andere. Ja, ich habe schon verstanden, du möchtest gehen.
Ja, Ich bin eh gleich ich hab dir jetzt schon alles geschickt. auf. Wie, das war alles geschickt? Ich hab dir was per Post geschickt. Als Dankeschön. Ach so, ja, vielen Dank. Wäre aber nicht notwendig gewesen, ja. Du weißt, Du wolltest die Sternis du wieder weißt haben. ganz genau, dass ich das eigentlich. Super Ja. Sternis. Die habe ich die habe ich mit einem Dings wieder drinnen, mit einem Fossil oder so. Okay. Aber dann dir noch einen schönen Abend. Wir hören uns dann später. Alles klar. Bis Bis dann. dann. Tschüss. Oh, jetzt muss ich mir erstmal mein Dings wieder entsperren. Oh Mann! Lisa, Bis Entschuldigung. dann. Leonie, hast du eigentlich auch Twitch? Weil wir sind gleich auf Twitch weiter live, ja? Hey, es kommt irgendein Typ zu Besuch. Das kann ich jetzt nicht fassen. Wer das Okay. wohl sein wird? Ich bin jetzt so komischer Oli oder so, wie das ausspricht oder so steht, dann raste ich aus. Du bist ein Was? Influencer, Oli! Oh mein Gott. Ist ja wahrscheinlich sogar noch ein berühmter. Von Südhof. Interessant. Von Südhof. Da macht ihr einen Twitch-Account, Leonie. Ist Macht ihr kostenlos. keins. Kostet Geld, 3 € pro Monat. Stimmt gar nicht. Stimmt auch wirklich nicht. Sie ist auch auf. Bist du eigentlich auch auf Twitch, ja, ne? Nein, gar nicht. Ich bin nie auf Twitch. Hast du mich da schon gefollowt? Sicherlich. Nein, gar nicht. Also hast du es, okay. Hab dich blockiert. Ah, da winkst du. Warum winke Da ich? sieht man, wie sehr du mich magst. Du winkst sogar. Mann, jetzt ist meine schreckliche Eingabe, weil es noch nicht gewachsen ist, diese Kacke. Ah, du wolltest unbedingt, dass ich vorbeikomme. Ja, damit du das Schöne sehen Katharina kannst. ist irgendwie unsympathisch, keine Ahnung wieso. Ach nee, sie ist. Ah. Warum ist es dunkel bei dir? Ja, Eigentlich ist Katharina total knuffig. es wurde nicht dunkel. Nee, bei mir war es noch hell. Warum? Ja, weil es regnet. Ach du Scheiße. Das soll was werden, wie du es gepflanzt hast? Warte, kann man bei der Nordhalbdingsinsel, kann man da eigentlich Seepferdchen bekommen? Keine Ahnung. Ich habe hier ein Seepferdchen bekommen. Du hast erst alles gepflanzt, ja, aber noch nichts gewachsen. Ja, das war. Hier ist so ein schöner Schuh, den ich da noch liegen habe. Hast du noch Insekten? Wie das süß aussieht mit dem, wie mit dem Nix. Ich habe leider nichts bei, aber ich kann dir noch ein paar Anleitungen geben, die ich nicht brauche. Auch Insekten. Jetzt mit Gertrude sprechen, da oben. Ich habe sogar ein Insekt bei, fällt mir gerade, sehe ich gerade. Aber ich kann es doch freilassen oder präsentieren. Lass es frei, ich fange es ein, obwohl es nicht klappt. Wenn es nicht klappt, muss ich es nicht freilassen. Hast du noch Ostereier? Habe ich sicherlich auch noch zu Hause. Ich schicke sie dir per Post, ja. Okay. Brauchst du noch irgendwas? Also ich habe nichts mehr weiter großartig, Oh, aber. Sternis. Für mein Haus. Aber Sternis bekommen wir auch noch hin. Ups. Ich gebe dir ein paar als Geschenk, ja? Weil wir uns schon so lange kennen. Ich weiß ganz genau, Mann, ich was du hab dich vorhast. zubauen. 500 hast du mir Ich habe dir gegeben. 1000 gegeben. Ja, das freut mich. Besser als nix. Dafür, dass ich eigentlich aktuell für Rüben spare. Wenn ich einen Guck guten mal, die sind Rübenpreis. schön im Gang. Du, wenn du mir nächste Woche, wenn ich wieder Rüben gekauft habe am Sonntag, und wenn du mir nächste Woche einen guten Rübenpreis nennen kannst, ja, dass ich meine bei dir ganz gut verkaufen kann, dann So, gebe ich hier dir ist mein davon ein Rübenpreis. paar Gucken. ab. Ich gucke hier, ich habe noch keinen Rübenpreis. Okay, nee, jetzt geht's ja auch noch nicht, weil geht ja Chef, erst ich ab hätte. Sonntag. Chef, ich hätte einen Rübenpreis von 900, so 1 Million. Oh, die Wand kommt wieder overcooked. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal schauen. Oh, du hast Post. Ich guck mal nach, ja, für dich. Olli, du musst. Ich brauche einen Rat von dir. Ja. Würdest du. Guck mal, komm mit. Da bist du, komm mit.
Würdest du hier so Zickzackbüsche machen und dazwischen halt so Blumen? Oder würdest du das dann eine Reihe machen und dahinter Blumen? Ich würde Zickzack machen und davor Blumen. Also hier, also. Nein, ich möchte halt. Es halt ein. Also, guck mal. Komm mal mit. Komm hier. Weil dahinter siehst du die Blumen eh nicht so wirklich. Ich will halt die Büsche machen. Ja. Und hier sind dann Blumen und die sollen halt gesichert sein. Das ist ja keine. Also siehst du die kaputt trampeln. Ach so, okay. Ja, das könntest du theoretisch machen, aber wenn du das jetzt hier auch sowas planst, im Zickzack-Modus, wie hier zum Beispiel, dann macht es zwar nicht Sinn, Blumen dahinter zu machen, also hier hin zum Beispiel, weil wenn der Busch davor ist, siehst du die Blume dahinter eh nicht. Nein, ich würde dann noch Zickzack so Blumen reinmachen. Ja, kannst du ja machen. Aber nee, ach, aber warum fragst du mich überhaupt? Du entscheidest dich eh um. Ja, ich entscheide mich immer um. Hallo, wer bist du denn? Jetzt sprichst du an, mein Hamster oder meine Susanne? Susanne. Ich fühle mich unwohl auf dieser Insel. Ich möchte gerne umziehen. Südhof, davon habe ich schon mal gehört. Wirklich? Das hast du gerade gesagt? Ich komme direkt morgen zu dir. Nein. Susanne ist dann morgen meins? Nein. Das kannst du nicht machen. Ja, die findest. Du hast mich doch angelogen, oder? Die findet die Nordhalbkugel sinnvoller als die Südhalbkugel. Fluffy, hi, wie geht's dir? Ey, wo ist die Susanne, wo ist die? Das war ein Scherz. Ich dachte schon, Alter, ich hätte sie totgeschlagen. Oh. Spaß, ich bin nicht so gemein. So, aber schön, ich war kurz hier, ich verschwinde jetzt, weil der Stream zu Ende ist, ja? Warte, bevor du verschwindest. Ja, okay, jetzt kannst du gerne verschwinden. Okay. Ich will dich kicken, das wäre schön. Na los, kick mich. Ich melde dich auch. Für Klauen der Bewohner. Bitte schließ das Fenster, kommt. Wenn ich das nicht mache, was ist dann? Ja, dann werde ich gekickt. So, ich bin weg. Okay. Tschüss. So, tschüss. Tschüss. Man kann nicht Bewohner abwärmen. Ich kann alles. Doch, ich habe gehört, man kann das, Pia meinte, dass man es kann. Wenn der Bewohner sagt, ich will hier umziehen und ich bin dann, und du stimmst zu, du sagst es nicht, nein, bleib hier, sondern du sagst, ja, okay, dann zieh weg. Ab da an kann wohl die andere Person den Charakter sich holen, weil die Person ja eh umziehen möchte. Olli, es ist 1936. Ja, ich weiß, deswegen haben wir jetzt auch auf. Ich gehe jetzt noch in mein Häuschen. Und dann sind wir schon in 22 Minuten wieder live. Auf Twitch. Ah. Ja, was hast du denn? Hallo? Hallo? Okay, ich dachte, du wärst irgendwie verschwunden. So. Ey, es wird so viel Arbeit sein, hier alles wieder wegzumachen. Das hat was. Ich trage gerade ein Softeis auf dem Kopf. Vanille übrigens. Das gefällt mir. Wäre es braun, würde ich sagen, das ist ein Kackhaufen, aber scheiß drauf. Ja, Kackhaufen. Ja, egal. Ich habe einen Kackhaufen auf meinen Dings. Und ich habe Post bekommen. Kimi, das schenke ich dir als Dank für das Obst in die Tasche. Danke, danke, danke. Ich werde das Bett in Ehren halten. Ach, Kimilein, du bist so knuffig. Leonie, willkommen zurück. Hast du dir schon einen Twitch-Account gemacht? Ein Muschelspringbrunnen. Dann schenkt sie mir auch gleich so was Teures. Das kostet, glaube ich, ein bisschen was, oder? Und die 12.000 Sternis. Das hat sie mir sogar so viel zurückgegeben. Mann, das ist doch nicht notwendig, Kimi. Aber ich werde jetzt erstmal einen Springbrunnen.
Am besten hier vorne. Hier passt es, glaube ich, ganz gut, wenn der eine Baum weg wäre. Aber habe, was, was, komisch, bei einem Freund von mir wollte jemand umziehen und das ging nicht bei der Person. Seltsam. Ja, aber habe keinen Code bekommen, also kann ich nicht schreiben. Das klappt, das bekommst du noch alles hin. Hm, passt. So, dann würde ich mal sagen, dann war es das tatsächlich. Dann sind wir durch. Für heute. Und gleich wieder live mit Marbis on Stream, wo auch Katharina mitmachen wird. Also, dann würde ich sagen, das war's. Vielleicht bis gleich. Ansonsten, wenn ihr nicht bei Twitch vorbeischaut, wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.